So, hallo Leute, ich bin's wieder. Ich bin's wieder, genau. Wir sind zurück hier bei unserer, ja, Ability. Die ist immer noch am Arbeiten. TB hat sich gewünscht, dass ich das dann mal umbaue. Was ist das? Ah, okay, da drüber. Da drüber, was? Platziere die, bitte kauft einen Redstone Clock. Platziere diese über der Fontaine. Auf der Clock einen Lever. Dann die Clock of Required Redstone. Okay. Also ich kann eine Redstone Clock bauen. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Es gibt eine fertige Redstone Clock. Redstone Clock. Mhm. Das ginge natürlich ab. Aber ich weiß nicht, warum dir meine Vanilla-Clock Gänsehaut bereitet. Die ist doch super. Ist schön gebaut. Ja, ich werde sie in Zukunft wahrscheinlich umbauen. Das ist ein bisschen natürlich nicht zu Platz bauen. Vielleicht tue ich einfach auch das da gegen den. Komm. Wir können es doch. Wir machen das jetzt einfach. Shit, ich habe kein Eisen mehr. Kann es sein, dass ich nur noch Blöcke habe? Ja. Tun wir mal die Blocks zurückfinden. Schön, wir machen jetzt nicht zu viel. Ich brauche einen Lever. Noch ein Lever. Habe ich hier noch einen zum Glück? So, wir machen jetzt zuerst mal so. Setzt das jetzt mal hier hin. Also drauf stellen wir den Schalter. Okay, so, warte mal, jetzt muss ich das selber checken. Die schaltet sich immer für einen. Wenn ich das jetzt auf 1 runtersetze. Ist es dann das. Das hier sozusagen das. Oha. Okay. Ja, das ist cool. Ich mag die Einstellungsmöglichkeiten. Quest Redstone. Dann müsste die rein theoretisch. Ich stelle die mal auf 200. Wirklich, probieren wir mal 15. Was interessant ist, er ist stoppt sozusagen. Ja, fürs Erste sollte das passen. Wie viele Eier haben wir mittlerweile in der Minifarm hier drin? Die muss ich auch noch irgendwann mal umbauen, wenn ich Bock habe. Hühnchen, du bist auf der falschen Seite. Ist dir das schon aufgefallen? Ihr seid beide auf der falschen Seite. Dann müssen wir es halt so machen. Es werde Hühnchen. Es werde. Wo bist du? Bock, Bock. Wo bist du? Adios, Bock, Bock. So, okay. Was hatte ich mit dem eigentlich noch? Wie läuft's bei dem da drüben? Ach, da ist noch das Toastbrot drin. Lol. Da habe ich noch Toastbrot drin. Was hat denn der in Eingang drin? Sand. Habe ich keinen Sand mehr? Scheint so, als ob ich keinen Sand mehr hätte. Ich
Oh oh. Das System ist überfordert. Kann ich jetzt wieder öffnen? Jetzt halt. Wenn die Sachen wieder hier einfüge, dann findet er den Sand wieder. Ich muss das Ganze jetzt nur noch vollpacken. Hier ist er auch. Was ich machen? Was habe ich da eigentlich drin gemacht? Bone, Iron, Diamond und Redstone. Das ist schon mal praktisch. Das hier ist zum Beispiel unnötig. So. Die B hat aber natürlich auch viel, viel mehr geschrieben. Ich komme bloß aktuell nicht mehr wirklich hin. Ich sollte Deep Learning trotzdem bauen. Obsidian, yeah, Automated User. Genau, das habe ich auch noch gelesen gehabt. Automated User, das interessiert mich. Automated. Hab ich mir geschrieben, Auto. Automatic Fishing Net. Automation Interface, Processing Cable, can automate simple processing transactions, Terrain Leiter. Habe ich mich da verschrieben? Automated Autocrafter. Automated Crafting, okay. Schon mal User. Starlight Infuser habe ich da. Automated User. Autonomous Right Clicks. Click Activation using any item. Aha. Fluid Chemical Infuser. Was ist das? Hypo Infuser. Okay. Enchanted Books. Dann wollen wir doch mal Deep Learning anschauen. Deep Learner von Deep Mob Learning. Dann schauen wir mal nach Deep Mob. Da habe ich irgendwie verschrieben. Deep Mob Learning. Das kann ich doch bestimmt bauen, oder? Nö. Warum? Mir fehlt wahrscheinlich ein Buch. Buch, check. Twilight Circuit, muss irgendwas in Twilight sein, wie scheint. Das geht auch. Deep Learning. Huch, was ist jetzt passiert? Ah, okay, jetzt geht's wieder. Introduction, Machines, Trails, System Malfunctions. About the Mod. Schauen wir noch Machines. Simulation Chamber. So, the Simulation Chamber is a machine that can read the information stored on your data models and from the data create matter. This process will add more data to the data model currently being used. This process also requires a basic or higher tier data model energy and polymer clay. Also rein theoretisch könnte ich das bestimmt schon bauen. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Bring ich mal zurück. Matter, Loot, Fabricator. This Loot Fabricator is a machine that can, well, fabricate loot from the various accessible pristine matters. This process requires energy as well as the selected item to produce loot. The selected item will be remembered for automation purposes. It will stay selected until unselected. Matter. There are two kinds of matter. Matter, living and pristine. Mein Handy geht gerade ab. You will always get one living matter from running a simulation. There's also a chance to pristine matter. The chance depends on the tier. Okay. Also ich brauche Models zum Beispiel. You can craft blank data model with some of that suit covered redstone you made earlier. All of the data start at the faulty tier. This tier goes up as a data model gathers more data. As you tier up, you will gain more data from the mods you defeat. Mm-hmm. Data. Before you can start the rewards, you will need to collect some data for the mob and handheld device that makes it possible. It's called Deep Learner. Okay, dann holen wir uns doch jetzt einfach mal den Deep Learner. Nicht Sieb, Deep Learner. Hier, den da.
Und ich kann mir den Instant leisten, lol. Note found. Please insert a data model. Your data models will collect data when they are placed in the deep learner. In order to collect data, you must deliver the key blow. Okay. Kann ich denn nicht denn da drüben rein theoretisch umbauen? Weil dann brauche ich doch jetzt rein theoretisch noch ein Data Model oder Data. Dings da. Data. Blank Data Model. Was fehlt mir jetzt? Das ist so ein Repeater. Krieg ich hin. Will ich jetzt noch? Kann ich jetzt noch rein theoretisch. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Als ich Stone abkoppel. Ofen. Jetzt muss ich das wieder aus der Maschine rausholen. Jedes Mal passiert mir das. Gab's ein Patch? Davor ging das. Oh oh. Scheiße. Okay, das ist ungut. Warum das jetzt auch immer so spinnt? Das könnte böse sein. Tun wir erstmal die Blank Data Models hier rein. Die kann ich gar nicht da rein tun, okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber ja. Kann jetzt nicht mal mehr nachschauen, wie viel Eisen ich habe, weil ich kann nicht mehr ins System eingreifen. Und wenn ich wüsste, wo was gelagert ist, ja, ich muss immer noch aufräumen. Hier ist immer noch viel Zeug drin, was eigentlich nicht mehr hier reingehört. Also mittlerweile läuft hier wahrscheinlich das ganze System fast schon wieder über. Brauche ich schon wieder neue Kisten und alles drin dran. Obwohl hier sind noch ein paar Kisten, die sich in einem guten Zustand halten, nennen wir es so. So, ja. Dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt mal kurz Schluss. Ich starte das Spiel einmal neu und wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ciao.